Tom's Talk Time, Folge 567. Papa, zuerst spielen. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute aus dem hohen Norden der USA, hier aus Montana, und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht in die deutsche Finanzmetropole Frankfurt am Main. Bei mir im Interview ist der Ludger Quante. Ludger, schön, dass du dabei bist. Hallo Tom, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Ludger, du bist Financial Advisor und Keynote Speaker. Und wie es sich für jemanden gehört, der in Frankfurt lebt, geht es da natürlich auch um das Thema Geld und Vermögensaufbau. Und da hast du dich aber so ein bisschen vom klassischen Vermögensberater abgesetzt, wo du sagst, nee, das brauche ich nicht, sondern du hast deine eigenen Wege gefunden, du wirklich die Leute berätst, wie die Leute ihr eigenes Entwicklungsmodell finden können, um eben finanziell erfolgreich zu werden, natürlich hin zur finanziellen Freiheit, was ja der Traum von den meisten Menschen, sage ich jetzt mal, ist, dass man eben von den eigenen Kapitalerträgen leben kann und eben nicht mehr jeden Tag irgendwo 9 to 5 irgendwo ins Büro fahren muss und sich seine Brötchen verdienen sollte, müsste. So, Genau, das heißt, da arbeitest du auch sehr viel mit Glaubenssätzen, wo du sagst, da steckt einfach extrem viel drin, und das ist oft so auch die Wurzel allen Übels, sind einfach die falschen Glaubenssätze oder die nicht unterstützenden Glaubenssätze der Menschen. Ist das so als Überblick über dich richtig? Ja, kann man so sagen. Ich beschäftige mich mit allen Themen. Das Thema Geld, Bin ich schon mal beruhigt. Prima. Schieß los. Das war natürlich nur ein kleiner Überblick über dich. Stell dich selber noch mal kurz ein bisschen vor. Vielleicht kurz erst privat. Wer ist der Ludger privat? Und anschließend was über das Business. Was machst du jetzt da konkret? Ja, also privat bin ich Vater einer wunderbaren, fast 5-jährigen Tochter, die mein größtes Glück ist in meinem Leben. Da hat das Schicksal mich vor fast 5 Jahren streng bereichert, wieder erwarten. Und, schön. Wir kommen auch gerade aus der Pizzeria, und da hat unsere Kleine mit ihrem Freund, kam Gast an, wem gehört denn das blonde Mädchen? Die machen gerade Blödsinn in der Toilette, und da waren so Ölflaschen, und dann haben die das Öl auf den Boden ausgekippt. Und als dann ein Gast mit großen Augen reinkam, sagten die zu dem, wir rutschen hier nur rum. Zum Leidwesen meiner Frau. Und ich habe gesagt, wenn das Kind so ein Blödsinn nicht mehr macht, dann fange ich an, mir Sorgen um das Kind zu machen. Wir rutschen hier nur rum. Das ist sehr geil. Das mache ich privat. Und geschäftlich betreue ich seit 20 Jahren die oberen 10.000 in Frankfurt, beziehungsweise innerhalb von Deutschland mehr oder weniger reiche Privatkunden und Firmen. Rund um das Thema Geld, und da lasse ich auch nichts aus, keinen Aspekt des Lebens, also weder die private noch die geschäftliche Seite oder auch keinen Aspekt der Finanzanlagen. Ja, weil wenn man sich den Markt mal anguckt, die meisten sind ja entweder versicherungsorientiert oder immobilienorientiert, aber keiner macht so richtig ein Financial Planning, dass er eben mal komplett drüber guckt und völlig wertfrei ein Konzept entwickelt. Ja, weil die meisten Vertriebe, und es gibt ja nun mal überwiegend nur Vertriebe, sind eben verlängerte Werkbänke einer Versicherungsgesellschaft, und die Banken, die ja immer noch teilweise einen seriösen Anstrich haben oder sich geben, sind letzten Endes auch nur noch verlängerte Werkbänke von Versicherungsunternehmen oder Kapitalanlagegesellschaften wie Fondsanbietern, DWS oder wie sie alle heißen. Ne? Und da fehlt einfach die Neutralität, und die möchte ich herstellen mit meiner Arbeit. Okay, das ist cool, ja. Ich denke, dass viele auch das Vertrauen einfach in die Banken verloren haben. Ich meine, früher, ich erinnere mich noch so zu meiner Kindheit, da ist man dann noch am Weltspartag mit der Spardose zur Sparkasse gelaufen, hat das Geld aufs Sparbuch gebracht, weil man dann noch, glaube ich, irgendwie was mit 3,5% Zinsen bekommen hat oder so, was jetzt auch nicht die Welt ist, aber im Vergleich zu heute ist das ja, war das ja viel. Also es hat tatsächlich eine Zeit gegeben, ich glaube, da war ich so 10, 12 oder so, da habe ich, ein bisschen älter sogar, da gab es tatsächlich 10% auf Sparbuch oder auf Festgeld. Krass. Okay. 10%, also das kenne ich noch. Ich habe damals, war stolz wie Bolle, dass ich da ein paar D-Mark, da gab es ja noch echtes Geld, zusammen gemacht habe. Und ich kann mich noch erinnern, ich konnte, glaube ich, so gerade über den Tresen gucken, wo ich dann mit dem Herr Marx hieß, das war quasi der
Filialleiter bei uns in der Bank, dazu eine Dorfbank, und das war für mich natürlich eine Koryphäe, dieser Mann. Ich muss sagen, war er auch aus heutiger Sicht, ja, war einfach eine sehr vertrauenswürdige, kompetente Person. Und ich habe ihm damals die Frage gestellt, aber wenn ich doch so viel Geld bekomme an Zinsen, das bedeutet doch für mich, wenn ich heute eine Mark spare, dass ich die alle 10 Jahre einmal ausgeben darf, ohne dass ich was verliere. Da sagt er, ja, das stimmt. Und dann habe ich gefragt, warum geben die Menschen denn Geld aus? Ja, das ist die kindliche Naivität, ne? Ja. Das war für mich meine Logik. Und da wusste ich, dass Sparen Sinn macht. Heute sage ich mir, Sparen ist nichts für Optimisten. Ja, das hat allerdings einen anderen Hintergrund, weil die meisten Menschen aus Angst sparen. Sie sparen nicht aus Überzeugung oder weil einfach genügend übrig bleibt, sondern die meisten Menschen sparen aus Angst. Ja. Ja, und deswegen ist Sparen nichts für Optimisten. Man darf nicht aus Angst sparen, sondern aus Überzeugung oder aus einer vernünftigen Strategie. Aber niemals aus Angst, weil Angst ist immer ein schlechter Berater. Ja, das ist richtig. Und deswegen habe ich den Spruch geprägt, Sparen ist nichts für Optimisten. Ja, auf dem ersten, wenn man es das erste Mal hört, so ein bisschen so von wegen, hä, wie jetzt? Das hört sich ein bisschen widersprüchlich an, aber wenn du es erklärst, leuchtet ein. Ja. Das ist richtig. Das heißt, heutzutage, ich glaube, da sind wir uns einig, Geld aufs Sparbuch zu legen, ist jetzt nicht die ganz optimale Lösung zur Finanzanlage. Das heißt, kommt drauf an. Was? Okay, das gut, kommt interessant. Drauf an. Das heißt, worauf kommt es an? Es kommt darauf an, wie die Strategie aussieht. Also zunächst mal gibt es einen Grundsatz, der heißt, Liquidität geht vor Rentabilität. Ja, es gibt Leute, wenn die 10.000 Euro auf dem Sparbuch haben oder auf dem Girokonto haben, dann werden die nervös. Die können das nicht ertragen. Ja, ich muss doch was machen mit dem Geld. Und da habe ich gesagt, nein, du musst nichts machen mit dem Geld. Ja, du musst das Richtige richtig machen mit dem Geld. Ja. Aber nicht einfach was machen. Und die meisten Menschen machen einfach was mit dem Geld, aber nicht das Richtige richtig. Und manchmal ist es viel klüger, das Geld auf dem Sparbuch liegen zu lassen, als die falschen Sachen zu tun. Denn die besten Geschäfte, das sind die schlechten, die man lässt. Und das habe ich gelernt im Leben. Es geht bei Kapitalanlagen gar nicht darum, und deswegen regt mich das immer so auf, wenn ich da so im Internet diesen ganzen Geier sehe. Das ist völliger Blödsinn, ob du 4% oder 5% bekommst oder 6% oder 7%. Viel, viel wichtiger ist es, Fehler zu vermeiden. Weil wenn du mal 100.000 Euro verloren hast, und ich bin selbstgebranntes Kind, ich weiß, wie sich das anfühlt, das kriegst du über Zinsen nie wieder rein. Und wenn man Fehler vermeidet, das ist die beste Rendite. Und darum geht es bei meiner Arbeit. Ja, das stimmt. Das ist, ich war eine Zeit lang auch an der Börse sehr aktiv und habe da logischerweise auch dann den Schulterschluss zu anderen Tradern gehabt. Also ich war wirklich im Daytrading dann auch. Und da hat auch einer meiner Mentoren gesagt, Tom, die meisten Leute machen sich so einen Kopf um den Einstieg. Dabei ist der Einstieg beim Aktienkauf eigentlich in Anführungsstrichen irrelevant. Viel wichtiger ist die Exit-Strategie. Wird viel mehr Geld verloren, weil ob du jetzt für ein 0,5% oder 1% teurer oder günstiger einkaufst, ist eigentlich scheißegal. Prozente werden eben nach hinten raus, da werden die Verluste gemacht oder eben auch die Gewinne mitgenommen. Genau. Und die Psychologie des Anlegers, und da habe ich ja nur wirklich reichlich Erfahrung mit Anlegerpsychologie, ist, dass die denen eine Gewinnmitnahme unglaublich schwer fällt. Und die Wir hatten zum Beispiel 2004, 2005, 2006 das Phänomen, was die Schiffsbeteiligung betrifft. Wir haben so von 98 bis 2004 haben wir sehr, sehr viele Schiffe gemacht, Kommanditbeteiligung. Und damals fing der Markt an für gebrauchte Beteiligung. Das heißt, es haben sich professionelle Aufkäufer, eben auch wieder geschlossene Fonds oder Private Equity Unternehmen haben sich gebildet und wollten gebrauchte Kommanditbeteiligung zurückkaufen. Und haben teilweise dafür wirklich, wirklich nennenswerte Preise bezahlt. Und dann sind wir damals aktiv auf unsere Leute zugegangen und haben gesagt, pass mal auf, ihr habt vor 2, 3, 4 Jahren ein Schiff gekauft. Wenn ihr jetzt verkauft, dann könnt ihr eine Rendite von 12%, 13%, 14% per anno durchschnittlich nach Steuern realisieren. Du glaubst gar nicht, wie wenig Leute, die ihre Schiffe wieder verkauft haben. Weil die Anlegerlogik ist nämlich folgende. Wenn ein Profi mir so viel Geld für mein Schiff bietet, ist es garantiert mehr wert.
Okay. Ja. Wir hatten einen Fall gehabt, da könnte ich mich heute noch in den Allerwertesten beißen. Ein Mitarbeiter von mir damals hatte einen Kunden beraten, der hätte für seine Schiffsbeteiligungen 600.000 D-Mark, noch war noch zu D-Mark-Zeiten, 600.000 D-Mark bekommen. Und dann ist er zu seinem Steuerberater gegangen, hat gesagt, der Steuerberater gesagt, ja, da muss er Steuern drauf zahlen. Mhm. Oh, furchtbar, Steuern zahlen, gruselig, ja, Todesstrafe in Deutschland. Mhm. Ja. So, anstatt dass mein Mitarbeiter damals die Kontenance und die Durchsetzungskraft besessen hätte, da ärgere ich mich heute noch, dass ich da nicht mehr interveniert habe, hat er sich dann tatsächlich dem Schicksal seines Steuerberaters oder dem Rat seines Steuerberaters gefügt und hat tatsächlich nicht verkauft, weil er ja Steuern zahlen musste, Klammer auf, aufgrund dadurch, dass es verschiedene Schiffe waren, hätten wir durch geschickte Kaufpreisgestaltung die Steuer auch noch minimieren können und durch Neuinvestitionen sogar auf null minimieren können. Aber der Steuerberater war leider nicht gesprächsbereit, weil das sind ja alles kleine Götter. Ja, so, genau. Das Ende vom Lied war, dass diese Schiffsbeteiligung komplett einen Totalverlust erlitten hat. Das heißt, er hat mal 600.000 in den Sand, aber dabei ist es ja noch nicht einmal geblieben, sondern dann kam noch eine Nachschusspflicht von 400.000 Euro. So, das heißt, er hat mal eben eine Million vernichtet, einfach mal so. Ja, das ist ärgerlich. Ja, das verstehen das viele Leute nicht, das mit dem Steuern zahlen. Ich meine, keiner zahlt gerne Steuern, natürlich nicht. Das ist ja schon sehr klar, wenn, ne? Warum? Auch wenn du vor meinem Seminar kommst, schon. Okay, dann muss ich da vielleicht mal hingehen. Ja, du musst Steuern zahlen, wenn du reich werden willst. Ja, klar. Aber nicht zu viel. Und dafür sorgen. Genau. Aber du musst Steuern zahlen. Und ich rate auch immer zur Steuerehrlichkeit. Natürlich nutzen wir die Möglichkeiten der deutschen Gesetzgebung aus. Klar. Ja, aber das ist ja nur das, was der Gesetzgeber ins Gesetz reingeschrieben hat. Und wir gucken nun mal da rein und überlegen uns, wie können wir das so optimal gestalten, dass es für unsere Mandanten einen Mehrwert gibt. Über das normale Maß hinaus. Nichts anderes machen wir. Ja, wir fahren ja nicht das Hoeneß-Modell, ne, sondern wir gucken einfach, was ist legal. Das nutzen wir aus. Genau, das sage ich auch immer. So wenig wie möglich zahlen, aber halt noch auf legalem Boden. Genau. So, dass es einfach legal und legitim ist. Richtig. Und ich rate wirklich dazu, sage ich mal, mit dem Finanzamt in Frieden zu schließen, mit dem das Geld. Auch die zum Beispiel Thema Steuervorauszahlung. Mhm. Ja, ich rate auch immer dazu, zahlt mindestens das voraus, was ihr voraussichtlich zahlen müsstet, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil dann habt ihr auch keine Überraschung. Ja. 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 Dann habt ihr keine Überraschung, weil das fühlt sich viel, viel schlechter an, wenn du eine große Summe auf einmal nachzahlen musst für die Vergangenheit. Das ist viel schlimmer, als wenn du es für 3 Monate im Voraus bezahlen musst. Mhm. Das stimmt. Die Erfahrung habe ich damals auch gemacht. Ja. Einfach eine emotionale Sache. Und du bist immer im Reinen mit dem Finanzamt. Mhm. Ja, mit denen will man sich nicht zwingend anlegen. Das kostet nur Energie. Und letztendlich musst du es ja trotzdem zahlen. Also von daher. So ist es. Du verschiebst es doch nur. Du verschiebst das Problem. Aber was ja viel, viel schlimmer dabei ist, ist der kleine Mann im Hinterkopf, der immer sagt, da kommt noch was am Jahresende. Ich weiß aber nicht, wie viel. Genau. Das heißt, du hast immer ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl, weil du nicht weißt, was kommt denn genau. Mhm. Ja, man weiß nur, es kommt was. Und es wird wahrscheinlich viel kommen. Es kommt was. Genau. Und das sind meistens fünfstellige oder sechsstellige Beträge. Und wenn die dann auf einmal kommt, tut es richtig weh. Mhm. Obwohl es eigentlich gar keinen Unterschied macht. Aber es tut dann richtig weh, weil diese Ausgabe ja für die Vergangenheit ist. Ja, genau. Und das ist einfach eine rein emotionale Sache. Faktisch macht es keinen Unterschied, aber es ist eine rein emotionale Sache. Das heißt, was sind denn, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt meine Liquidität ist gesichert, was für sich angenommen, keine Ahnung, ich brauche 10.000 Euro, will ich liquide haben, die lasse ich dann jetzt auf meinem Sparbuch oder Girokonto legen und jetzt habe ich aber dann noch, was weiß ich, sagen wir mal, ich habe 100.000 Euro noch irgendwo auf einem anderen Sparbuch liegen. Und die brauche ich jetzt nicht, wo ich sage, jawohl, die könnte ich jetzt theoretisch auch fest anlegen, die brauche ich nicht liquide. Was mache ich damit jetzt? Oder was macht Sinn? Wie gehst du an sowas ran? Es kommt drauf an.
Es kommt auf an, wie der Familienstand ist. Es kommt auf das Lebensalter an. Das kommt auf den Beruf an. Ist jemand selbstständig oder angestellt? Hat jemand sichere Einkünfte? Hat jemand unsichere Einkünfte? Hat jemand schwankende Einkünfte? Hat jemand gleichmäßige Einkünfte? Hat jemand Kinder, die jung sind? Oder hat jemand Kinder, die alt sind? Was ist mit den Eltern? Drohen irgendwelche Verluste? Gibt es irgendwelche anderen Risiken? Ja, es kommt drauf an. Also das ist ja das Interessante an meinem Job, dass ich immer versuche, ganz individuelle Konzepte zu entwickeln, die Mehrwerte liefern, die dem Kunden Mehrwerte liefern. Machen kann man alles. Ich meine, man kann Immobilien, man kann Bausparen, man kann, wobei ich da kein Freund von bin, man kann Photovoltaik, man kann eine Versicherungslösung finden. Machen kann man viel, aber was wirklich spannend ist, wenn man das einbindet in ein vernünftiges Konzept. Machen wir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du hast die 100.000 Euro, bist verheiratet und der Partner, und du willst, sagen wir mal, du entscheidest dich für eine Immobilie. So, sagen wir mal, eine Immobilie kostet, sagen wir mal, 300.000, 100.000 hast du als Eigenkapital als Beispiel. So, dann, oder von mir aus auch, sagen wir mal 100.000, willst du also bar bezahlen. Aber was macht man normalerweise? Man zahlt die bar, muss dafür die Erträge aber versteuern, wenn es eine vermietete Immobilie ist. So, dann wäre es aber viel klüger zu sagen, wenn die 100.000 vielleicht dem einen Partner gehören, dass der eine Partner dem anderen Partner oder der Partnerin diese 100.000 Euro leiht als Darlehen zur Anschaffung einer Immobilie. Weil dann passiert Folgendes. Jetzt sagen wir mal 100.000 Euro. 3% Zins wären 3.000 Euro pro Jahr. Ne? Sagen wir mal, der Mann hat das Geld, die Frau kauft die Immobilie. Das heißt, der Mann leiht der Frau das Geld. Das heißt, der Mann hat 3.000 Euro Einnahmen, die müsste er versteuern. Und die Frau hat 3.000 Euro Ausgaben, die kann sie steuerlich absetzen. Ja, klingt jetzt erstmal nach rechte Tasche, linke Tasche. So, der Effekt, der dabei entsteht, ist aber, wenn du eine Immobilie kaufst oder wenn du das Geld verleihst für die Anschaffung einer Immobilie, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hat, also nicht Gewerbebetrieb, das gibt's ja auch, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, dann hast du Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das heißt, der Mann bekommt die 3.000 Euro und muss sie nur mit der Abgeltungssteuer versteuern, 25%, wohingegen die Frau das aber absetzen kann und bekommt 50% zurück vom Finanzamt. Okay. Das ist ein Steuersparmodell par excellence. Ja, du machst ein und dasselbe, strukturierst es nur anders und schon kannst du ein paar tausend Euro sparen. Ja, okay. Also das heißt einfach, ja, die vernünftige Struktur nutzen, wie wir gerade schon auch hatten, einfach die Gesetzgebung nutzen, die da ist und nicht einfach blind drauf loslaufen. Ganz genau, ja. Also wir haben gestern hier jemanden gehabt bis Mitternacht, die haben eine GmbH und da ging es einfach um die Fragestellung. Die sind beide gesetzlich versichert, zahlen momentan 1.600 Euro im Monat an Krankenversicherungsbeiträgen und da entwickeln wir ein Modell, dass die von 1.600 Euro auf 400 Euro kommen. Okay, das ist ein kleiner Unterschied. Und das bis zum Ende des Lebens. Das heißt, wir sprechen hier über 40 bis 50 Jahre Vorteil. Ja. Und wir haben mal ausgerechnet, mal ganz über den grünen Daumen sprechen wir hier über einen Vorteil von rund 1,2 Millionen Euro, ohne dass sie einen Cent dafür zahlen müssen. Das ist schon krass, wenn man sich jetzt überlegt, wie in Anführungsstrichen einfach man Geld sparen kann und auf der anderen Seite aber auch, wie viel Geld teilweise einfach unbedacht rausgeworfen wird aus dem Fenster. Genau, das ist der Punkt. Es ist genug Geld da, das kann ich dir sagen. Es ist genug Geld da, man muss es nur geschickt machen. Und auch der Normalverdiener, oder sagen wir mal der, also statistisch gesehen bist du mit 3.000 brutto ja schon gut dabei, da sage ich mir, da würde ich die Statistik mal anders bewerten. Aber ich sag mal, wenn du 5.000, 6.000 brutto hast, das ist zwar statistisch ganz gut, aber in Frankfurt machst du damit auch keine Bocksprünge. Aber selbst bei 5.000, 6.000 Einkommen kann man eine Menge gestalten. Zum Beispiel bei der Finanzierung einer Privatimmobilie habe ich ein Modell entwickelt. Also wenn jemand eine Eigentumswohnung kaufen möchte oder ein Einfamilienhäuschen für sich zur privaten Nutzung und einigermaßen Geld verdient, habe ich ein Modell entwickelt, wie er mal ganz locker über die gesamte Finanzierungszeit zwischen 100.000 und 300.000 Euro an Zinsen sparen kann. Okay. Und das Ganze legal und staatlich garantiert. Das ist der Burner, wenn man sich das mal zergehen lässt. Ja? Ja, man muss nur wissen, wie es geht. Das ist und bereit sein, eine Entscheidung dafür zu treffen. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, diese Bereitschaft, eine Entscheidung zu treffen von Dingen, die nicht Mainstream sind, die genau. Ja, die einfach, von denen man vorher noch nichts gehört hat. Genau. Und deswegen mache ich die Seminare, damit die Leute das besser verstehen. Warum
ich das, was ich mache, so tue, wie ich das tue. Ja, ich habe also festgestellt in der Vergangenheit, dass die Leute einfach völlig überfordert sind, wenn die zu mir kommen. Ich mache dann eine Analyse, gucke mir das an, dann präsentiere ich denen eine Lösung. Nach 3, 4, 5, 6 Stunden sind die völlig überfordert. Da drehen die durch. Die können das gar nicht fassen, weil die haben ja den Glaubenssatz, wenn ich mehr Rendite haben will, muss ich mehr Risiko eingehen. Ja. Und das ist Quatsch. Oder es ist nur bedingt richtig, sagen wir mal so. Es ist nur bedingt richtig. Ich muss einfach nur intelligenter sein. Darum geht's. Ich mache ja nichts anders. Und ich muss die Steuergesetze kennen. Ja, ich habe neulich, kam ein junger Mann zu mir, der wollte eine Photovoltaikanlage kaufen. Ne? 24 Jahre, hat jetzt zum ersten Mal gut verdient. Dann habe ich mir seine gesamte Situation angeguckt. Und wir haben, können jetzt die Eltern mit einbeziehen. Es gibt nämlich so ein kleines Steuergeschenk, das kriegt man aber nur einmal im Leben, wenn man eine Betriebsveräußerung macht. Und jetzt machen wir das so, dass erst der Vater kauft, dann verkauft er an die Mutter und dann verkauft er an den Sohn. Und im Endeffekt sieht das Ganze so aus, dass wir null Eigenkapital investieren. Und das Investment bereits nach 7 Jahren komplett bezahlt ist aus diesem Modell. Das heißt, er setzt 0 ein, hat 7 Jahre 0, also kein Plus, kein Minus. Und danach hat er 23 Jahre 17.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Also wir sprechen hier über einen Mehrwert von 400.000 Euro, ohne dass wir einen Cent Eigenkapital einsetzen müssen. Nicht schlecht. Ja, das ist der Hammer. Das ist geil. Was braucht man da, um bei dem Beispiel zu bleiben, für Voraussetzungen? Also haben die bestimmte Voraussetzungen gehabt oder kann das theoretisch jeder machen, der angestellt ist? Oder auch selbstständig? Kann jeder machen, der angestellt ist. Nur je höher das Einkommen, umso höher der Vorteil. Ja. Okay. Das heißt, also wenn du im Spitzensteuersatz bist, Spitzensteuersatz heißt ledig oberhalb von 50.000, verheiratet oberhalb von 100.000. Mhm. Ab da ist der Vorteil immer gleich. Mhm. Ja, also ob wenn einer 200.000 verdient oder 3 Millionen, da ist der Vorteil identisch. Mhm. Wenn einer ledig ist und unterhalb von 50.000, dann sinkt natürlich der Vorteil. Aber im Verhältnis zu seiner Lebenssituation ist er trotzdem identisch. Okay, also das heißt, also man sollte schon ein vernünftiges Einkommen haben und eine vernünftige Bonität. Okay, also wenn ich jetzt einfach nur, was ich 2.000 Euro im Monat verdienen würde, wird das keinen Sinn machen, das Modell? Nein, da macht es keinen Sinn. Nee. Okay. Also wer 2.000 Euro verdient und zu mir kommt, es gibt ja so Leute, die sagen, Herr Gwandt, ich habe 5.000, ich habe 10.000 Euro gespart, was soll ich damit tun? Mhm. Und dann sage ich, investiere es in dich selber, weil das ist die beste Rendite. Gerade bei jungen Leuten. Ich werde ja oft gefragt, Quant, ich bin 20, ich habe 10.000 Euro, was soll ich tun? Ich sage, bilde dich weiter. Aber ich muss da was für die Altersvorsorge tun. Da habe ich gesagt, wer hat dir den Blödsinn eingeredet? Altersvorsorge ist ja auch so ein, da könnte ich mir tierisch drüber aufregen. Ja, das ist eines der sinnlosesten Diskussionen, die wir führen mit unseren Kindern oder mit den jungen Erwachsenen. Ja, du musst dir mal vorstellen, der ganze Blödsinn, Altersvorsorge. Da steht ja permanent das Wort Sorge drin. Ja, das heißt, ich sorge mich für etwas und um etwas, was in 40 Jahren eintreten könnte. Aber was ja noch viel schlimmer ist an der ganzen Sache, ist ja der psychologische Effekt dabei. Ja, da könnte ich mir tierisch aufregen, wenn ein Versicherungsfuzzi mit einem 25-Jährigen über Altersvorsorge spricht. Das finde ich, ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Weil was erklärt er dem 25-Jährigen denn? Ja, der sagt dem doch durch die Blume, pass mal auf, mein Bub, du bist jetzt 25 Jahre, du hast jetzt noch 40, 45 Jahre Zeit, aber ich halte dich für zu doof, dass du in den nächsten 45 Jahren mal so richtig was auf die Kette kriegst und deswegen muss ich dir jetzt von dem bisschen, was du hast, 50 oder 100 Euro in so eine blöde Riester-Rente, die sowieso nichts bringt oder schlimmer noch in eine Rürup, die tun wir jetzt weg, damit du in 45 Jahren mal was hast. Das ist doch die Botschaft, die wir den Kindern geben. Klar. Ich kann mich doch nicht mit 25-Jährigen über eine Altersvorsorge unterhalten. Mit dem unterhalte ich mich über Fortbildung, Ausbildung, Weiterbildung, Netzwerke, mach Podcast, mach dich bekannt, geh auf die Bühne, erzähl den Leuten was Positives, werde zum Experten in deinem Fach. Ja, genau. Aber doch bitte nicht über Altersvorsorge. Ja, da könnte ich mal kotzen, echt. Ja. Doch bitte nicht über Altersvorsorge. Und wenn der das konsequent macht, dann ist er mit 45 so weit und verdient so viel Geld, dass ich mit dem auch nicht mehr über Altersvorsorge reden muss. Dann rede ich mit dem über meine Modelle, wie du aus nichts 400, 500, 600.000 Euro machst. Da brauche ich aber nicht mehr über Altersvorsorge reden. Ja. Da rede ich über Vermögensmehrung, da rede ich über Strategie, da rede ich über Familienplanung, wenn er sie nicht schon hat, über sein Eigenheim, wie wir das am schnellsten finanzieren, wie wir das Finanzamt dran beteiligen, aber bitte nicht mehr über Altersversorgung. Mhm.
Ja, völliger Wahnsinn, was da passiert in unserer Gesellschaft. Das stimmt. Das ist ja, da laufen halt einige Sachen schief. Interessant finde ich es halt definitiv auch, wenn die Leute, die dich beraten wollen, was weiß ich, wenn der Otto Normalbürger geht halt zu seinem Sparkassenberater, also ich meine, ich sage jetzt immer Sparkasse, aber kann genauso Deutsche Bank oder whatever sein, geht zu seinem Bankberater halt hin und der selber nur normaler Angestellter ist und fragt, was soll ich mit meinem Geld machen? Hm. Also, ne, das ist genau, so, genau. Also ich, genau. Wenn, dann gehe ich doch zu Leuten, ich hab ja so Typen, die schon Geld auch haben, ne? Wo ich weiß, okay, die haben das schon erreicht und die frage ich, wie hast du es gemacht? Genau, Proof of Concept, ganz genau. Ja, ich habe ja so wie Tobias Beck auch, habe ich ja so ein Typenmodell entwickelt, das arbeite ich gerade noch aus für mein Profiseminar und da habe ich so vier Menschentypen rausgearbeitet. Das eine ist der Geier, der Lemming, der Experte und der gierige Feigling. Mhm. Ja. Und der Banker ist für mich die Kategorie gieriger Feigling, weil der von seinem Naturell her überhaupt nicht in der Lage ist, Risiken einzugehen. Deswegen sitzt er in der Bank. Mhm. Ja, der will aber das Maximale verdienen. Mhm. Aber bloß kein Risiko. Ja. Hat was. Der gierige Feigling, wenn ich den als Kunden habe, dann ist das so einer, wenn ich dem meine Konzepte erklärt habe, so wie zum Beispiel eben, was ich dir gerade gesagt habe, dann sagt er, Quatsch, klasse, echt spitze. Boah, habe ich sofort verstanden. Unterschreibe ich, wo soll ich denn unterschreiben? Ja. Und nur ganz kurz, bevor ich jetzt unterschreibe, Herr Quante, könnten Sie mir noch eine Garantie dafür geben, dass das auch alles so eintritt? Wissen Sie, ich habe das ja verstanden. Es geht ja gar nicht um mich, aber meine Frau. Also, wenn ich jetzt nach Hause komme, ich muss das meiner Frau doch auch erklären. Genau, dann erkläre ich das mit der Garantie. Ja, der behauptet, das alles verstanden zu haben, will sagen, das will ich aber zum Nulltarif, ja. Das heißt, ich will hier eine Vollkaskoversicherung. So funktioniert das natürlich auch nicht. Ja, das ist richtig, ja. Was ist denn jetzt für dich, wenn du so einfach mal überlegst, das Coolste für dich in deiner Tätigkeit? Was begeistert dich an dem, was du machst? Und warum tust du das? Also, ich komme ja selbst aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Also heutiger Sicht würde ich fast sagen asozial. Also heute würde man sagen asozial. Also nichts zu essen. Die Eltern haben das Geld verraucht und versoffen, das bisschen, was da war. Mhm. Trotzdem habe ich sehr liebevolle Eltern gehabt, aber die waren halt eben auch nur Opfer ihrer Vergangenheit. Mhm. Und die haben uns sehr viel mitgegeben. Aber es ist, wenn man aus ärmlichen Verhältnissen kommt, einfach ein sehr, sehr ungutes Gefühl zunächst einmal. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man nichts hat. Mhm. Aber auch wirklich gar nichts. Ja, es hat Tage gegeben, wo meine Mutter nicht wusste, was uns am nächsten Tag kochen sollte. Und sie konnte wirklich gut kochen. Mhm. Aber aus nichts kann man nichts machen. Ja. Ne? Gibt so eine Werbung, die heißt, weniger ist leer. da braucht man gar nicht in andere Länder zu fahren. Ja. Das haben wir in Deutschland auch, ja. Übrigens auch heute noch. Ja, klar. Ja, und was mich begeistert ist, dass man mit relativ wenig Aufwand viel erreichen kann, wenn man die Strategien kennt. Mhm. Und das manchmal gar nicht, und wenn man die Fehler vermeidet, das ist manchmal gar kein Hexenwerk. Ja. Ja? Ich mache ja keine Raketentechnik, ich denke nur einmal mehr nach. Ja. Und ich mache nichts, was keinen Sinn macht. Ich mache auch nichts, was ich nicht selber unterschreiben würde. Ja. Und das begeistert mich, was man für die Menschen tun kann, nur einmal durch mehr nachdenken. Das glaube ich dir. Wie oder womit verdienst du denn jetzt dann ganz konkret dein Geld? Ich meine, auf der einen Seite sicherlich mit deinen eigenen Geldanlagen, die du hast, aber wenn du jetzt Leute auch berätst, deine Kunden, woran verdienst du da? Ja. Ist das auf Honorarbasis? Ist das eine Beteiligung an den Anlagen? Wie läuft das? Ja, teilweise auch Honorar, teilweise Provisionen, wie zum Beispiel eine Maklercourtage. Wir haben ja auch Immobilien, wir haben Photovoltaik, da gibt es dann Bearbeitungsgebühren und meine Seminare. Ne? Mhm. Was macht so den Hauptteil aus bei dir? Also mittlerweile ist es noch die Beratung, weil das Seminarthema mache ich ja seit einem Jahr. Das wird aber, also die Nachfrage ist mittlerweile so groß, also wir sind jetzt schon ausverkauft. Wir mussten jetzt noch ein neues Seminar kreieren für dieses Jahr, weil die Nachfrage so groß war. Cool. Also ich bin mir relativ sicher, dass das ab nächstes Jahr das Seminarthema sein wird, einfach aufgrund der Nachfrage. Ja. Und ich habe das ja bisher so gemacht, dass ich die Leute dann nach dem Seminar im Einzelcoaching hatte und da haben wir so mega, mega, mega tolle Ergebnisse erzielt. Da kannst du auch mal bei Facebook gucken. Wir posten die auch alle mit den Kommentaren der Leute. Mhm. Und das hat mich so begeistert. Ja, es hat mich so begeistert, was man für die Menschen tun kann mit wenig Aufwand. Ja. Das heißt, in 3, 4, 5, 6 Stunden, also gut, gestern war es mal bis Mitternacht, aber da haben wir teilweise bis zu 7-stellige Mehrwerte. Also wenn ich über Mehrwert spreche, dann heißt das, der Kunde muss nichts dafür bezahlen.
Wir nehmen nur das, was er sowieso bezahlt, und strukturieren es anders. Okay. Und da habe ich ihm noch nicht mehr Geld weggenommen. Das ist so faszinierend. Läuft das denn überwiegend über Steuersparmodelle oder hat das auch teilweise gar nichts mit Steuern zu tun? Also, dass man die Steuern komplett außen vor lässt? Nee, das war ziemlich blöd gefragt. Das ist oder teilweise, was genau. Nee, das sowohl als auch. Also Steuer ist immer ein großes Thema. Mhm. Ja, man kann ja die Steuern steuern. Das ist immer ein großes Thema. In den meisten Beratungen spielt das mit eine Rolle. Mhm. Aber es gibt durchaus auch andere Effekte. Okay, also. Aber Steuer, ja, das macht mir auch Freude, muss ich dir sagen. Die Leute zahlen ja auch genug, ne? Wie gesagt, man muss Steuern zahlen. Ich bin auch für Deutschland. Ich finde es auch absolut asozial, wenn man Menschen ins Ausland drängen möchte, die gut verdienen, die in Deutschland gut verdienen, weil sie Produkte in Deutschland an Deutsche verkaufen, die gut verdienen, weil sie in Deutschland zum Beispiel eine Sprechertätigkeit oder eine Coachtätigkeit ausüben mit Deutschen. Und da kann ich nachher nicht sagen, ja, deine Kohle will ich haben, aber die Steuern zahle ich nicht. Mhm. Und die gleichen Leute stellen sich dann auf die Bühne und sagen, ach, ich will der Gesellschaft zurückgeben, ich habe gerade was gespendet. Ich sage, zahl doch erstmal eure Steuern. Gib den Leuten doch erstmal das zurück, was denen zusteht, nämlich die Steuern. Ja. Ich denke auch. Auf der einen Seite, wenn wir versuchen. Ja. Wenn man in einem Land lebt, wenn man irgendwo wirklich aktiv sich an den Infrastrukturen diese wirklich auch nutzt, finde ich auch ziemlich dreist, wenn man dann komplett versucht, drumherum zu gehen. Ich meine, das legal maximal zu minimieren, völlig okay, dafür sind die Gesetze ja da. Aber sich komplett drum zu winden, muss auch nicht sein. Nee, finde ich nicht in Ordnung. Ja. Genau. Also das unterstützen wir nicht. Also alles, was legal geht, ja, aber diese Steuermauschelei und wir gehen mal ins Ausland, das unterstütze ich nicht. Mhm. Was ist denn für dich so deine Marketing-Geheimwaffe? Hast du da eine? Ja, das ist meine Beratung. Okay. Das beste Marketing ist immer das Produkt. In meinem Fall die Beratung. Ja, und wenn du ein gutes Produkt hast, brauchst du kein Marketing mehr. Ich bin ja Fachkaufmann für Marketing. Ich habe ja in meinem ersten Leben mal was ganz anderes gemacht. Bin tatsächlich Fachkaufmann für Marketing. Glaube, dass ich mich im Vertrieb sehr gut auskenne, auch im Marketing sehr gut auskenne. Und ich habe festgestellt, dass alle die Leute, die Marketing brauchen, es nur deshalb brauchen, weil ihr Produkt nicht gut genug ist. Weil wenn du ein Produkt hast, was wirklich, wirklich geil ist, dann brauchst du kein Marketing, du brauchst keine Motivation, du musst nicht auf Chaka-Chaka-Trainings, weil dich das Produkt selber begeistert und das, was du täglich tust. Wenn dein eigenes Produkt dich aber nicht begeistert, dann gehst du auf Seminare und lässt dich dort motivieren. Das reicht dann maximal für 14 Tage. Da brauchst du das nächste Seminar. Ja, ist doch eine gute Geldmaschine, oder? Ganz genau. Deswegen funktioniert die Seminarwelt ja wunderbar, weil da sehr, sehr viele Leute da dahin gehen, die immer wieder erneuten Input brauchen. Und ich meine das nicht werden, die stellst nur fest. Ja. Ja. Ich denke, wenn dich das Produkt begeistert, brauchst du keine Motivation. Genau, und wenn du wirklich was hast, wo dann wirklich auch deine User bzw. deine Kunden happy sind, dann wird es auch weiterempfohlen und dann kommen dann auch wieder die Nächsten. Ja. Cool. Ja. Ich hatte heute Morgen eine Beratung, die hat mich 6 Stunden meiner Zeit gekostet, die war auf dem Seminar. Da habe ich nicht einen einzigen Cent verdient und da werde ich auch keinen Cent verdienen in den nächsten Jahren. Aber ich bin total glücklich. Okay. Weil die Frau war so glücklich, dass sie mal offen, ehrlich und fair beraten wurde. Und das ist für mich der größte Lohn. Den kannst du mit Geld gar nicht bezahlen. Das glaube ich dir. Die Zufriedenheit der Menschen, das Glück in den Augen, die Dankbarkeit, das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Das kannst du aber auch, glaube ich, nur, also ich verstehe genau, was du meinst, aber ich glaube, um diese Einstellung zu haben, musst du selber aber eine absolute finanzielle Freiheit besitzen, dass du eben nicht darauf angewiesen bist, dem oder derjenigen hier irgendwelche Versicherungen zu verkaufen, damit du Provision bekommst, damit du selber wieder was im Kühlschrank hast. Also diese Art der Beratung kannst du, glaube ich, wirklich nur machen, wenn du finanziell frei bist. Ich mache es ja gar nicht dauerhaft. Ja, aber unsere Branche ist ja so geprägt, dass man in dieser Branche, man würde ja fast aggressiv, wenn einer rausgeht und hat nichts gekauft. Dann würde man ihm irgendwas schönreden, damit das doch noch verdient. Die hätte mit Sicherheit irgendwas unterschrieben. Mhm. Aber das wäre jetzt nicht fair gewesen an der Stelle, wo sie heute steht. Es wäre nicht fair. Mhm. Und niemand in Deutschland hätte die Not,
so arbeiten zu müssen. Die Leute katapultieren sich in diese Not hinein, weil die meisten Menschen einfach ihre Ausgabenpolitik nicht im Griff haben, gerade auch in unserer Branche nicht. Mhm. Und deswegen empfinden sie die Not, dass sie jedem was aufschwatzen müssen. Ja. Weil die einfach einen zu hohen Lebensstil haben. Ja, das stimmt. Da habe ich letztens erst eine Hörermail bei uns über Facebook bekommen, das war auch so cool, da hat einer geschrieben von wegen, Tom, ich bin jetzt 24, habe jetzt vor kurzem deinen Podcast entdeckt und bin jetzt gerade bei diesen 7 Geldregeln und habe festgestellt, dass ich irgendwie alles falsch gemacht habe, was ich falsch machen konnte, habe jetzt erst einmal über 80.000 Euro verdient und gleich erstmal neues Auto und dies und jenes und Konsumschulden und meint er, ja, und jetzt komme ich mir ziemlich blöd vor, was soll ich tun, so nach dem Motto. Aber da musste ich auch schmunzeln. Ja, das, aber genauso läuft es. Ja, klar. Es wird dir auch so vorgemacht. Es wird dir auch erzählt, du brauchst das neue iPhone, du brauchst das neue Auto. Ne? Wenn du cool sein willst, musst du es haben. Du kannst keine abgefuckte Kiste fahren. Ne? Genau. Genau, und jetzt ist der neue Fernseher, der hat jetzt 4K-Auflösung und ist nochmal irgendwie 2 Zentimeter größer in der Diagonalen. Den brauchst du unbedingt. Ja. Und das ist dieses Sklaventum, was wir uns immer selber antun, dass wir immer meinen, wir müssten diesen sinnbefreiten Trends hinterherlaufen. Und wir merken gar nicht, wie wir uns permanent selber versklaven damit. Klar, ja. Und jeder, der mal im Urlaub war im Süden, der weiß, wie wenig man braucht. Du brauchst eine Badehose, ein Cocktail in der Hand, ein bisschen Sonne und das war's. Ja. Das und ist Leute, das, was du brauchst. Und natürlich machen kannst. Und Leute, mit denen du lachen kannst. Das ist das, was du brauchst. Ja. Und das alles stimmt. Andere ist nice to have. Ja. Das können wir gerade aus diesen südlichen Ländern, können wir sowas sehr viel lernen, wie glücklich die Leute teilweise mit wenig sind, wo man sich denkt, Wahnsinn, die haben nur einen Bruchteil von dem, was ich habe und die scheinen 1000-mal glücklicher zu sein. Das ist Ich war 2007 auf Bali und war so in so einer, weiß gar nicht, wie das heißt, so ein paar Bungalows am Strand, sehr etwas alternativ. Und dann bin ich so am Strand flaniert, ein bisschen weiter weg von unserer Herkunft oder Unterkunft und bin mal so in die Büsche rein und dann sehe ich dort ein Haus aus Bananenblättern, wo eine Familie, also mit 5, 6, 7 Kindern, 8 Kinder war. Das gesamte Hab und Gut, würde ich mal sagen, könntest du für 20 Euro auf dem Flohmarkt kaufen. Die Klamotten, die auf der Leine hingen, da war nichts mehr ohne Löcher. Die hatten einen uralten Fernseher, der irgendwie funktionierte. Mutti lag irgendwo in der Ecke, war am Dösen. Ja, die Kinder auf der Mutti, um die Mutti, waren am Spielen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass den Kindern irgendwas gefehlt hat. Und da habe ich gedacht, wow, die hatten wirklich nichts. Ja? Außer einen Lumpen am Körper, aber wirklich nur einen Lumpen. Sonst hatten die nichts. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ihnen irgendwas gefehlt hat. Ja, da habe ich, viel Demut gelernt. Ja. Und die Kids haben wahrscheinlich sogar einige Sachen, was unsere Kids in Deutschland teilweise nicht bekommen, nämlich Zeit und Aufmerksamkeit. Ganz genau. Und ich habe ja als Jugendlicher habe ich mal in der Geriatrie gearbeitet, wo ich herkomme. Wir haben ja das größte Landeskrankenhaus in Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich mal 2 Monate als Stationshelfer gearbeitet und bei Schwerstbehinderten. Und das öffnete die Augen. Gut, ich kannte das von zu Hause aus. Ich bin ja in dem Umfeld groß geworden. Von daher war mir das jetzt nicht so fremd. Aber ich kann dir nur eines sagen. Wenn heute noch mal einer meint, no future, den würde ich mal 4 Wochen dort einsperren. Als Stationshelfer. Und danach muss er einen 40-seitigen Aufsatz schreiben. Wer von euch beiden, der Patient oder du als Stationshelfer, wer von euch beiden hat die bessere Zukunft? Ja. Wir können so dankbar sein für das, was wir haben. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf. Wir haben alles da zu essen. Wir haben ein Gesundheitssystem, was halbwegs funktioniert. Es gibt da 1000 Sachen zu kritisieren, gar keine Frage. Aber es immer noch halbwegs funktioniert. Die meisten von uns stehen morgens auf und sind gesund. Und jeder, der morgens aufsteht, gesund ist, ein Dach über dem Kopf hat, eine vernünftige Arbeit, dass man einer sinnvollen Arbeit nachgehen kann und alle seine Gliedmaßen bewegen kann und noch ein bisschen helle ist in der Birne, hat keinen Grund zu klagen. Ja, das glaube ich auch. Jetzt, wenn wir
wir reden ja jetzt die ganze Zeit natürlich über Dinge, die man halt machen kann, die halt schön sind, die man optimieren kann, was gut gelaufen ist. Aber jetzt ist ja im Laufe von einem Unternehmerleben läuft ja nicht alles rund. Ludger, was war denn so bisher dein größter Fehler, den du mal gemacht hast als Unternehmer und wie ist es dazu gekommen? Also mein größter Fehler ist oder war, ja gut, passiert ja immer wieder mal, dass ich nicht auf meine Gefühle gehört habe. Ich hatte mal einen Ausflug gemacht in die Gastronomie. Ich hatte vor einigen Jahren ein Frozen-Joghurt-Konzept entwickelt mit einer Geschäftspartnerin zusammen, was natürlich richtig schön in die Grütze gegangen ist, weil meine Geschäftspartnerin einfach nicht in der Lage war, sowas durchzusetzen oder sowas wirklich durchzustehen. Sie ist vom Typ her kein Unternehmer gewesen. Und mein Fehler, den ich da einfach gemacht habe, ist, dass ich die Signale, die ich vorher bekommen habe, dass ich die missachtet habe. Es hat genügend Anhaltspunkte dafür gegeben, dass ich hätte wissen müssen, dass sie das nicht kann. Und ich meine das nicht als Vorwurf, weil wenn einer was nicht kann, kann er es nicht. Ja, das ist wie Schwimmen oder Autofahren. Ja, man kann niemandem Vorwurf machen, dass er nicht Autofahren kann. Man kann auch niemandem Vorwurf machen, dass er ein Unternehmen nicht führen kann. Ja, aber den Vorwurf, den ich mir dann mache, ist, dass ich die Signale nicht erkannt habe. Ich hätte erkennen müssen, dass die Person ungeeignet ist für so einen Job. Das hat nichts mit ihrer Person als solches zu tun, ist trotzdem ein liebes, nettes Mädchen gewesen, aber für diese Funktion definitiv nicht geeignet. Und das hat mich 300.000 Euro gekostet, der Spaß. Ja. Das ist viel Geld. Na gut, das wollte gerade sagen, das war ein bezahlter MBA, oder? Ja, definitiv. Also kompletter Abschluss, ja. Ja. Ja, gut. Das heißt, was würdest du letztendlich dann anders machen oder was hast du daraus gelernt? Dass man mehr auf seinen Körper und seine Gefühle hören sollte. Auch im Business oder gerade im Business. Mehr reinspüren, ja. Sich mehr Zeit lassen für eine Entscheidung. Und was sich nicht gut anfühlt, einfach lassen. Ja, sehr cool. Ja, und was einem ganz wichtig ist bei Investitionsentscheidungen, und so bin ich das damals auch angegangen. Und das kann ich nur jedem mitgeben, der sich selbstständig machen möchte. Überlegt euch gut, also damals ging es ja darum, wir sollten ja Businesspläne machen. Ich persönlich bin gar kein Freund vom Businessplan, weil eins habe ich gelernt, dass sich der Kunde nicht vorschreiben lässt, dass er das zu kaufen hat, was in meinem Businessplan steht. Ja, genau. Das lässt er sich nicht vorschreiben. Und ich stelle mir immer nur eine Frage, wenn ich was Neues mache, bringt mich das um oder nicht, wenn es in die Hose geht? Und ich habe dann direkt sechs Monate nach der Katastrophe gleich wieder das nächste neue Startup geöffnet. Wir haben auch die Firma Sauna Faktum. Das mache ich mit einem Freund zusammen. Wir produzieren Saunen und Infrarotkabinen und vertreiben die über Möbelhäuser, Küchenstudios und dergleichen. Und meine Mutter natürlich, Kind, hast du nicht schon genug Geld verloren? Ich sage, ja, Mama. Aber ich stell mich jetzt nicht mit dem Rücken an die Klagemauer und heul mit den Wölfen. Ja, sondern ich gucke nach vorne, ich habe eine Idee, ich glaube daran und ich ziehe das durch. Ja. Ja, und wenn das auch in die Hose geht, dann ist es so. Es ist nicht schön, wir haben ja die Hoffnung, aber ich stelle mich nicht an die Klagemauer und heul mit den Wölfen. Ja, genau, so muss das sein. Einfach weitergehen und es dann einfach besser machen und gucken, was kommt. Sehr cool. Ludger, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe steht darin, möglichst spontan, schnell und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz zu antworten, okay? Ja, ich versuch's mal, ja. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Gar nichts. Obwohl ich aus einem Angestelltenhaushalt komme, ja, hat mich das Unternehmertum nie wirklich zurückgehalten. Ich habe es einfach gemacht. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Papa, spielen. Zuerst spielen. Wenn ich meine morgens zuerst aufwache, ich bin immer gleich mit dem Kopf bei der Arbeit. Ja. Und meine Tochter kommt dann zu mir und sagt, Papa, aber erst spielen. Okay. Und das ist so wertvoll. Das ist so wertvoll, weil diese Zeit, die ist unbezahlbar. Ja. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Liebe. Alles, was ich mache, mache ich mit Liebe. Und deswegen bin ich gut. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Ich lasse mich gerne mal ablenken von schönen Sachen. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Mit Kompetenz und Ehrlichkeit. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Dass ich angefangen habe.
Mit welcher Person, egal ob Leben, Tod oder fiktiv, würdest du mal gern ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Mit meiner Frau über das zweite Kind. Vervollständige den Satz. Erfolg bedeutet für mich? Für dich und für alle. Vielleicht kurz erläutert, viele Leute machen Sachen nur für sich. Mhm. Viele Leute machen Sachen nur für andere, geben sich dabei aber selber auf. Mhm. Ja, und das Kennzeichen einer guten Tat ist meiner Meinung nach, dass es allen dient. Mir, dir und dem Gemeinwohl. Und dann finde ich, haben wir es gut gemacht. Cool. Welche Internet-Resource, also irgendwie eine besondere Website, eine App oder eine Software oder sowas in der Richtung, hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Ach du meine Güte, du sprichst mit einem IT-Legastheniker. Aber im Moment ist das Sensastra? Also es gehört mir nicht. Ach so, das Ding, das wir jetzt gerade, genau, Zencastr, Zencastr, das hat für mich gerade einen extrem hohen Stellenwert. Okay, sehr schön. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht's darin? Was und kannst du es empfehlen? Also ich habe ein fantastisches Buch gelesen, das heißt Die Erlösung deines inneren Schattens. Da geht es um diese unterdrückten Gefühle, die man immer so mit sich rumschleppt. Von, ich glaube, Sheila Shalamon und Bodo Baginski oder so ähnlich. Habe ich interessanterweise bestimmt 10, 15 Jahre im Regal liegen gehabt. Nie beachtet. Auf einmal habe ich es in der Hand und denke, was ist das? Das liegt doch schon ewig hier. Hab's dann durchgelesen, war eines der besten Bücher. Da geht's natürlich um das Eingemachte bei dir selber. Gibt's eine Meditations-CD dazu, habe ich bestimmt schon hunderte von Malen gehört, hat mir echt gut getan, kann ich empfehlen. Hat mit Geld nichts zu tun, sondern einfach was mit das Gewinnen der inneren Freiheit. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss noch zwei private Fragen. Die erste ist, was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Ach Gott, so richtig habe ich gar keinen, aber... Also ich habe jetzt nicht, es gibt viele Dinge, die ich gerne machen würde. Zum Beispiel das, was du gerade machst, eine Weltreise mit dem Wohnmobil um die Welt oder auch mit dem Fahrrad. Ich könnte das auch mit dem Fahrrad um die Welt, ja. Ich sag mal, wenn nichts mehr geht, dann nehme ich mein Fahrrad, pack die Satteltaschen, das passt rein und dann fahre ich um die Welt. Irgendwo werde ich schon landen, ne? Im Zweifel komme ich wieder zurück auf der anderen Seite. Ja, das würde ich in der Tat mal gerne machen, mit dem Fahrrad durch die Welt, ne? Okay, cool. Drücke ich dir die Daumen, dass du das einfach mal machst und wann der richtige Zeitpunkt ist. Genau. Cool. Die letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre alten Ich mit auf dem Weg geben und warum genau diese Tipps? Meinem 20 Jahre alten Ich, kümmere dich mehr um dich selbst. Ich habe mich in den ersten, sagen wir mal, 20 Jahren meines beruflichen Werdeganges viel zu viel um andere Menschen gekümmert. Und hatte das Wohl der anderen Menschen im Sinn als das eigene. Und das geht immer nach hinten los. Wenn es dir selber nicht gut geht, geht es deinen Menschen im Umfeld auch nicht gut. Also sorge für dich und dann ist für die anderen auch gesorgt. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das hat was mit Selbstliebe zu tun. Ja, mit Selbstliebe, Liebe und Selbstachtung. Also liebe und achte dich selbst. Das habe ich viel zu wenig gemacht. Okay, Tipp Nummer 2. Ach, das reicht schon. Damit kommst du schon echt weit. Also ich würde natürlich sagen, nutze deine Ressourcen. Ich habe zum Beispiel gerade was die Schulzeit betrifft, da habe ich sicherlich auch bedingt durch die familiären Umstände, habe ich einfach nicht aufgepasst, habe mich dadurch gemogelt. Ich habe mich 10 Jahre durch die Schule gemogelt. Das würde ich definitiv auch nicht mehr machen. Ich finde die Schule nicht toll, also die Schulform, wie wir es heute haben, aber trotzdem hat sie gewisse Chancen, die man nutzen kann und vor allen Dingen, das kostet nichts. Ja. Wenn ich heute sehe, was Fortbildung kosten, das kriegst du zum Teil umsonst. Gut, muss man fairerweise sagen, aber auch von Leuten, die selber noch nie Unternehmer waren. Also das ist natürlich jetzt nur auch ein Teil der Wahrheit, ne? Und umgib dich mit Leuten, die dich weiterbringen, ja, und nicht mit Leuten, die dich nicht weiterbringen. Tobias Beck hat ja mal gesagt, du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du dich regelmäßig umgibst. Und da ist echt was dran. Mhm. Ja. Da ist was dran. Das stimmt. Okay. Cool, das waren nochmal 3 richtig coole Tipps. Ludger, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Wirklich eine tolle Einstellung.
coole Story, die dahinter hängt. Wirklich sehr inspirierend. Und ich hoffe, dass wir bei einigen vielleicht so ein bisschen nochmal die, eine Schublade öffnen konnten, die vielleicht schon ziemlich zu war und ziemlich verstaubt war, wo die Leute nochmal ein bisschen rumkramen in ihrem Gedächtnis und nochmal nachgucken und überlegen, okay, da gibt's vielleicht doch mehr als das langweilige Sparbuch oder die Optionsscheine, sondern da gibt's auch noch was dazwischen. Dass vielleicht den einen oder anderen inspirieren konnten. Ja. Wie können dich unsere Hörer erreichen? Wo erfahren wir mehr über dich? www.ludgerquante.de. Da sind auch meine Seminare mit dran. Oder ansonsten einfach eine E-Mail schreiben, info@ludgerquante.de oder ludger@ludgerquante.de. Okay. Und dann werden wir auch darauf antworten. Okay, perfekt. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Nummer 567 oder den Namen Ludger Quante in das Suchfeld ein. Du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Schau dir auf jeden Fall Ludgers Seite an auf ludgerquante.de. Wie gesagt, verlinkt haben wir alles. Weil ich glaube, Ludger hat wirklich viele, viele Dinge gesagt, die dich weiterbringen können. Und der hat, glaube ich, noch ein richtig brutales Wissen, was wir jetzt wirklich nur, wo wir nur an der Oberfläche ein bisschen gekratzt haben. Also wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin, werde ich sicherlich gucken, ob Ludger ein passendes Seminar hat. Und ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal antun. Vielleicht sehen wir uns dann sogar alle auf diesem Seminar. Ludger, bei dir nochmal vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen und deine Erfahrungen geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Super, alles Liebe, ja? Super, danke, dass du hier warst. Ciao. Danke, tschüss Tom. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen, unsere Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du Angestellter und hast es satt, für andere zu arbeiten? Dann zeige ich dir, wie du in 6 Monaten deinen Chef feuern und den Montagmorgen wieder genießen kannst. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule zu meinem kostenlosen Training an. Hier zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast richtig gutes Geld verdienen kannst. Podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.